Mach's gut. Ciao. Wehe, du lässt dich nicht mehr hier blicken. Wir kommen nach Berlin und holen dich. Keine leeren Drohungen. Das nehme ich als Versprechen. Wir haben noch was für dich zum Abschied. Echt? Ja, genau. Du stellst dich jetzt mal da hin. Okay, okay, okay. Und ihr, könnt ihr bitte alle mal ganz kurz herkommen? Ja, los, bisschen zackig. So, eins, zwei, drei. Cool, danke, die Rakete. Nichts zu danken. Immerhin hast du uns die Rakete beigebracht. Was soll denn der Quatsch? Vielen, vielen Dank von euch allen. Na, bist du soweit? Dein Zug wartet nicht. Hab manches lieber gemacht, als hier wegzugehen. Herz 1 sagt, hier sind deine liebsten Freunde. Und natürlich Berti. Herz 2 sagt, ich will die beste Therapie für mich. Niemand zwingt dich. Ich weiß. Hey, Kim. Berti, wie schön. Ein Glück, ich hatte Schiss, du wärst schon weg. Aber ich dachte, wir sehen uns erst nächste Woche in Berlin. Und musst du nicht zur Schule? Ich habe gleich eine Untersuchung im Krankenhaus auf Hepatitis, Herpes und so. Die wollen mir so schnell wie möglich mein Knochenmark entnehmen. Soll ich dich begleiten? Ich meine, ich könnte ja wenigstens so lange bleiben, bis deine Behandlung vorbei ist. Hör ich da Herz 1 etwas lauter schlagen, ja? Lass mal. Was mit deiner eigenen Krankheit zu tun. Sicher? Sicher. Wird vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber für meine kleine Schwester mache ich es gerne. Komm mal her. Wir sehen uns ja bald.